Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Monkey Island 3. Uff, hält sich. Frosch im Hals gehabt, deswegen etwas verzögert. Aber wir gehen jetzt weiter. Es müsste noch ein drittes LeChuck-Event kommen. Ah ne, wir segeln direkt los. Okay. Tja, ich habe eine Mannschaft, eine Karte, ein Schiff und endlich Elaine zurück. Also nehmen wir Kurs auf Blood Island, um den Fluch aufzuheben und Elaine zu retten. Wie wär's, Leute? Lasst uns zu Blood Island aufbrechen. Lasst uns in See stechen und unser Schicksal in die Hand nehmen. Leute? Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Kapitel 3. Drei Laken im Wind. Und ob wir sehen, wir schon eine kahlköpfige, bösartige René Richelieu. Ah, das Meer. Ei, das Meer. Da freut man sich, am Leben zu sein. Ich glaube, das Schiff folgt uns. Hüt die salzige Gischt. Im Wasser blinkt das Sonnenlicht. Kein schlechter Tag für einen Seemann nicht. Es ist ein Piratenschiff. Wir müssen es abhängen. In Ordnung, Männer. Folgt mir. Hey, seht, Leute. Ein Wal. Wo? Wo? Das Schiff holt uns ein. Halsabschneider Bill, hisst das Topsegel. Ist das ein Pottwal? Nee, nee, Jung. Sie entern uns! Mannschaft, helft mir hier heraus! Er ist allerdings ein Exemplar der Ketakia-Unterordnung Mystiketi. Ich glaube, du hast recht. Nun ja. Richelieu, Sie sind es also. Was wollen Sie? Außer einem guten Toupet. Ich bin wegen deiner Karte des sagenumwobenen Blood Island gekommen. Und dann werde ich den Diamanten finden, den du erwähnt hast. Der wäre ein prima Briefbeschwerer für mein Schreibpult. Oh, seht! Er bläst! Ah! Ah! Wissen Sie, Glatzkopf, ich werde Ihnen die Karte niemals geben. Ich brauche sie, um Elaine zu retten. Dann muss ich sie dir eben mit Gewalt abnehmen. Dieser Wal ist bestimmt 100 Fuß lang. 30,5 Meter. Und wiegt bestimmt 200 Tonnen. Du weißt natürlich, dass in einem Schwertkampf ein scharfer Verstand wichtiger ist als eine scharfe Klinge. Natürlich. Jeder weiß das, Fleischmütze. Bringen wir es hinter uns. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ach ja? Nun, du kämpfst wie eine Kuh. Nein, 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 nein. Das ist völlig falsch. Was? Auf dem Meer kämpfen wir ein wenig anders. Auf dem Meer müssen sich alle deine Beleidigungen und Drohungen reimen. Was? Also, wenn ich sage, bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert, sagst du? Ich habe einst Gold bekommen, aber es war nur zinklegiert? Nein, du sagst, das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Wir versuchen das nochmal, nicht wahr? Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ich warte. Ich... Wie ich mir dachte. Du bist ein Amateur am Schwert. Gib mir die Karte. Hier, nehmen Sie sie. Das ist eine Karte? Sobald ich mit der Piraterei in diesen Gewässern fertig bin, geht es nach Blood Island. Bis zum nächsten Treffen. Pipu. Ja, so viel zu unserer Karte. Ich muss diese Karte zurückbekommen, oder wir werden Blood Island niemals finden. Danke, Jungs. Ihr wart mir gerade wirklich eine riesige Hilfe. Ah, schade, da ist... Kapitän? Ja, Mr. McMutton. Wir fragten uns, was für ein Kapitän du bist. Was meinst du, Haggis? Nun, manche Kapitäne sind Männer der Tat. Sie mögen es, völlige Verantwortung und Kontrolle über das Schiff zu haben. Andere Kapitäne bevorzugen es eher, sich auf die geistigen Aspekte des Kapitänseins zu konzentrieren. Der Kapitän, der ein Mann der Tat ist, wird es unzweifelhaft schwerer haben, andere Schurken der See zu schlagen in der schnelllebigen Welt des Schiffskampfes. Dem akademischen Pirat werden Schiffe begegnen, die weniger aggressiv und deshalb einfacher und schneller im Kampf zu schlagen sind. Ich verstehe. Also, Captain Freeport, welcher Typ von Kapitän bist du? Schade, das fehlt leider in der deutschen Fassung, dass die Crew A Pirate I Was Meant To Be singt. Ihr könnt es auf jeden Fall in englische Let's Plays nachgucken, beziehungsweise wenn ihr einfach auf YouTube The Curse of Monkey Island, A Pirate I Was Meant To Be eingebt, dann hört ihr noch die Mannschaft singen. Okay, na dann. Ich mag eine harte Seeschlacht genauso wie jeder andere Kapitän. Anspruchsvoller Schiffskampf, wie gewünscht. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal die Karte an. Und wir legen uns mal mit dem Fragezeichen hier an.
Und du bist Captain Richelieu. Aber der kommt erst ganz zum Schluss, ne? So. Okay, mit rechtem Mausklick feuern wir. Mit unserer Gurke-Kanone. Okay. Die Piraten wurden besiegt. Das war schon. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Jo. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Dann wollen wir doch mal. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht in Separé. Gut, wieder was gelernt. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Ja, da müssen wir dann unser eigene Schlechte beantwortet, Rufgeber. Ich hoffe, das Spiel heute Abend geht in die Verlängerung. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Deine Anekdoten sind eine echte Bereicherung. Ja. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her. Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Ich schätze, ich brauche mehr Übung in diesem Schwertkampfzeugs. Jo. Wenigstens habe ich es ihnen während der Seeschlacht gezeigt. Das ist dann im Prinzip das Monkey Island 3 Pendant zu dem Schwertkampf von Monkey Island 1. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Die wirklich nicht furchterregenden Piraten. Deinen Schatz oder dein Leben? Nein, ich nehme deine Beute. Jo, auch wenn ich Kenny hab. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. In Formaldehyd aufbewahrt, drückst du bei zu meiner Erheiterung. Hohoho, touché. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Mit deinem Repertoire an Sprüchen wäre ich auf Welttournee. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Ah, da bringt mir ja jede Menge bei. Du willst wahrscheinlich nur an mein Portemonnaie. So. Ha, ich habe dich geschlagen. Ich lasse dich leben, wenn du mir deinen Schatz gibst. Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. Gut, weiter geht's. Irgendwann hämmern Jumol, du wirklich nicht furchterregender Pirat. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! So. Ich spieß dich auf wie eine Sau am Buffet. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du nur noch Filet. Gut, dass er sich ja damit auskennt mit der Beleidigung. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ah, das können wir endlich mal richtig beantworten. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ach ja? Ja, das bist der, ne? Du wirf vor einer mit Beleidigungen rum und hofft auf eine Antwort. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Oho. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ja, gut. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. So, unser erster Sieg. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du schmalzgesichtiger Wischmob. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Und das geben wir auch sofort aus, ihr liebe Leid. Und zwar gehen wir zurück zum Hafen von Plundertown. Da kommen dann auch schon die nächsten Gegner. Und Kenny hat umgeschult. Ja. Okay. Betrügereien können dich reich machen, aber nicht glücklich. Junge, und wie ich das jetzt weiß. Himmel, ich werde nie mehr jemanden betrügen. Ehrlich, ich habe ein neues Geschäft und Himmel, es wächst. Ja, bitte? Ich verkaufe Waffen. Sag mir, dass du lügst. Ich lüge nie mehr, Mister. Sie haben mir das Licht gezeigt. Kann ich Sie für Schrapnellmunition begeistern, die exquisite Schmerzen und qualvolle Leiden über Ihre Feinde bringt? Was hast du heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Triefgut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Als Einsteigermodell haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massacre und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Aber hallo, fangen wir doch erstmal Claire an. Ich nehme die Freibeuters Freund. Die Freibeuters Freund soll es also sein. Ich muss gerade mal im Lager nachsehen.
Ja, wir haben sie. Sie werden nicht enttäuscht sein, mein Freund. Nun, zahlen Sie in Dublonen, Juwelen oder gefangenen Jungfern? hier. Mein Schiff ist voller Beute. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Nimmst du meine alten Kanonen in Zahlung? Nun, ich weiß nicht. Sie sind ganz schön durchgeknallt. Warten Sie, während ich die Listenpreise nachschlage. Okay, meine Mama wird Ihnen schnell die neue Kanone installieren. Wo sie schon einmal dabei ist, lasse ich sie direkt den passenden Betrag aus der Schatzkammer holen. Und die alten Kanonen abholen. Mama! Ja, so macht man Geschäft. Okay, jetzt haben wir hier die Kanonen Typ 2. Und wir können mal in die Schatzkammer reingucken. Unsere Schätze sollten jetzt alle weg sein. Ist alles für die Kanone drauf gegangen. Leer. Jo. So, dann lenken wir uns mal mit der nächsten Type an. So, perfekt. Mit Doppelklick kommen wir sofort auch ins Kampfmenü. Diese epische Seeschlachtmusik. Yo, perfekt, volle Breitseite. Runter von meinem Deck, du Seegurke! So ist mein Schiff und Gott ist der hässlich. Gib mir deinen Schatz und ich lasse dich leben. Das wirst du noch bereuen. Okay, was haben wir da noch nicht? Ich glaube, den hat man noch nicht. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich zittere! Das ist auch der hässliche Typ, ne? Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ach ja? Oh, da ist ja relativ einfach zu knacken. Himmel bewahre, für einen Hintern wird dein Gesicht eine Beleidigung. Ich zittere! Ja, der war easy, der hat nichts Neues gegeben. Zack. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Genau. Wir haben Beute gemacht. Und das geben wir natürlich auch sofort wieder aus. So, mein Freund. Schon wieder da, Mister? Ja. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Und zwar die Ouchmaster, beziehungsweise die Papapischu-Master. Ich nehme die Ouchmaster. Die Ouchmaster soll es also sein. Mama! Ja, das wird jetzt abgekürzt. Wenn man den passenden Betrag hin, jetzt hat's doch noch irgendwas Lustiges dran. Kanone vom Typ 3. Und da sind die nächste Hane Bumpel. Ah, die Musik ist schon geil. Also generell, Monkey Island hat einen super Soundtrack, wie ich finde. So. Ui. Das war nicht so gut. Na, die Reichweite ist auch nicht so gut wie gedacht. Komm schon. Na. Komm schon. Nee. Das ist jetzt etwas happig gerade. Komm schon. Nicht gegen den Windsegler. Na, komm schon. Eben volle Breitseite abgelagert. Fast so episch wie bei Assassin's Creed Black Flag. Aber nur fast. Du hattest richtig geile Seeschlachten gehabt bei Assassin's Creed Black Flag. Das fand ich Hammer. Müsste ich vielleicht auch mal machen als Let's Play. Ja, das war sogar dreimal getroffen. Sehr schön. Ah, die sind etwas hartnäckiger, die Piraten. An. Yo, jetzt haben wir sie. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Alter, was eine Visage. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, probieren wir es nochmal. Na, komm schon. Fühl ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Alter, alles Idiote. Komm schon. Ich gebe dir sogar die Chance. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ich zittere. Ah, na, noch nicht mal des Weser. Komm schon. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Hab ich's hier nur mit Idioten zu tun? Du war der erste Pirat oder der stärkste. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Nimm ihn. Er hat sowieso nur Platz weggenommen. Wir haben Beute gemacht. Ja, dann muss ich später von der guten Pirate alles lernen. So, Dala. Schon wieder da, Mister?
Jo. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Und zwar? Ich nehme die Lochmacher Deluxe. Eine Lochmacher Deluxe? Kommt sofort. Mama! Immer nach und nach Upgrader. So. Da haben wir wieder welche, die neu sind. Ah ja, da kommen sie. Oh, die fetzen jetzt schon mal ganz gut. Schon. Ups. Komm schon. Ach Gott, also wenn ich bedenke, wie das bei Assassin's Creed abging mit deiner teilweise noch mit Sturm und so, das war richtig geil gemacht. Ach ja. Komm schon. Schüsse! Mann. Ja, volle Breitseite. Und jetzt, Herr Massa. Du bist also ein Pirat, sagst du? Das musst du beweisen, sage ich. Den finde ich zwar schon ziemlich hässlich. Der sieht auch aus wie ein toter Fisch, aber den sei Stimm finde ich ganz cool. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, probieren wir es nochmal. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ich glaube, es gibt für dich noch eine Stelle beim Varieté. Sehr gut. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Okay, der hat ein paar neue für uns. Für dein Gesicht bekommst du eine Begnadigung. Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ja, dann kennen wir. Hoffentlich zerrst du mich nicht in Separé. So, nee, für den haben wir leider die Beleidigung, die er gewährt, haben wir leider nimi. Himmel bewahre, für einen Hintern wäre dein Gesicht eine Beleidigung. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Okay, das war's dann auch wieder, ne? Doch noch nicht, okay. Mein Minenspiel zeigt dir meine Missbilligung. Ach ja? Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz. Du schmuddeliger Kielwassersäufer. Der Schatz gehört dir. Wir haben Beute gemacht. Das geht ja alles wesentlich schneller, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, wir lernen wesentlich mehr Beleidigungen und das dauert auch etwas länger dann. Schon wieder da, Mister? Ja, so. Ich möchte ein paar Kanonen für mein Piratenschiff kaufen. Ich nehme die Schmerzspender 2000. Die Schmerzspender 2000 soll es also sein. Mama! Ausgezeichnet. Na dann, so der nächste Pirate. Oh, der sieht auch ganz besonders fein aus, der Typ. Wenn wir dann mal so weit sind und die Seeschlacht gewonnen haben und den mal sehen. Sag so ein Schönling. Och Gott, die rumsen jetzt richtig, die Dinger. Aber wir segeln gerade gegen den Wind. Ah, eben wird es ein bisschen besser. Na, ah, das war der Neva. Komm schon. Ich versuche ein bisschen den Weg abzuschneiden. Die haben getroffen. So. Und rums. Ein paar Mal die volle Breitseite abkriegt. Komm schon. Und. Hm. Ah, ey, Kugel, er macht Eisstecke. Aber der kriegt wesentlich mehr ab als wir. Dafür haben wir wahrscheinlich auch noch das stärkste Schiff. Komm schon. Ah, komm schon. Irgendwann müssen die doch einmal schlapp machen. Na, also. Am besten segelst du weg, bevor dir was passiert. Wo dem sei Aare hängt, Alter. Deinen Schatz oder dein Leben? So, wo hätten wir's dann? Na, da hat uns doch auch mal ein Gever. Bla bla bla. Hier. Dich zu töten wäre eine legale Beseitigung. Ach ja? Ja, natürlich auch nichts wehs. Da muss man neue Dinger geben. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Na also, mehr Beleidigungen, komm.
Warst du schon immer so hässlich oder bist du mutiert? Oh Mann. Ein gepflegtes Auftreten wirkt sehr distinguiert. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Okay. Diesen Satz hätte ich gern etwas konkretisiert. Gut, da haben wir zwei neue Beleidigungen. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen Schatz nehmen kann. Schatz? Du willst einen Schatz? Tut mir leid, ich habe gerade keinen. Okay. Außerdem würde ich sagen, das ist die vierte verheut, Yankee Island. Ja, das wird wieder überspielt. Sehr schön. Gerade mal gucken, ob ich das jetzt auch wieder laden kann. Jo, Yankee Island ist hier direkt. Perfekt. Gehen wir wieder abbrechen. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig, wo wir weiter die Piraterie auf See noch gehen. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Euer Yankee.